habe ich die Relatals. Ich bin der Xi und wir machen weiter mit der Mega Man Legacy Collection Mega Man 6 Nerf Rheintal Plus. Und haben tatsächlich mittlerweile in Mega Man 6 schon ziemlich weit, muss man sagen. Eigentlich weiß ich, wie der geht. Hab ich erst das letzte Mal schon gesagt gehabt. Jetzt mal, wenn sein Schüttel vom Bildschirm verschwindet. Na, fangt er als Laffer an. Lauf bis da, wo man gerade eben noch gewesen ist. Das war jetzt eigentlich auch schon, aber wie man sieht, kann man sie bei dem Kampf auch ganz wunderbar blöd anstehen. So. Ja, ein wenig aller Schaden muss halt irgendwie sein. Ohne Schaden darf ich nicht. So, das bist du. Also, dass mich das gerade nicht erwischt hat, wundert mich ehrlich gesagt. Nicht gebracht. Wenn es noch alle irgendwie hochspringen, dann aber nein. Unsere werten Gegner meinen ja irgendwie wieder niedrige Sprünge, da raten sie auch. Und ich kann es irgendwie noch nicht ausstehen, wenn sie das tun. Ja, ist in Ordnung. Magst du deine Rumspringerei jetzt vielleicht einmal aufhören? Ohne Witz, das ist das Schlimmste, was Nightman machen kann. Die Kugel kann er gern so oft schmeißen, wie er möchte. Aber dem sie umeinander Springerei, wenn er damit einfach nicht aufhört. Das ist das Allerschlimmste in dem Kampf. So. Gott, regt mir die auf. Natürlich habe ich keine Leben mehr, warum? Natürlich, was ist sonst? Und... So, weg mit dir. Gut, der war auch weg. Windman. Gut. Na, schauen wir mal, wie gut. Letztendlich. Was war denn da gerade los? Sag einmal. Wieso bin ich da jetzt gerade nicht mehr weggekommen? Ist das abhängig vom Abstand zu ihm? Wie stark das ist.
Ich hab keine Ahnung. Nein, ich hab da grad nichts machen können. Ich hab da grad effektiv nichts machen können. Ich bin nicht weggekommen. Ihr habt das gesehen, ich bin gerutscht. Aber er wollte einfach nicht, ja gut. Super. Ich hätte gerade sagen wollen, natürlich muss es dann an ihm scheitern. Das ist super. Gegen die schauen jetzt alle beide nicht gut aus. Ja, Megaman, wie war's mit Rutschen? Ich hab das Gefühl, dass die ganze Sache jetzt wieder wahnsinnig tragisch enden wird. Sag mal, was hab ich bei ihm denn für ein Problem mit seinen blöden Projektile? Das kann aber nicht wahr sein. Der ist wirklich nicht schwer. Aber ich fall irgendwie wieder auf seine blöden Projektile drauf. Hab ich gewusst. Hab ich gewusst, dass es so enden dauert. Deswegen werde ich mich da jetzt auch gar nicht drüber ärgern. Ich hab's gewusst gehabt. Das wird nichts werden können. Ohne Lehm. Oh Gott, man kommt doch durch, ohne dass man den Energietank frisst. Ah, recht. Wollen wir jetzt wieder an der ersten Passage alle Leben verlieren, oder was? Dann schmeiß ich mir das nächste Mal, wenn ich keine Leben mehr habe, einfach einen Stachel rein. Säge ich dann irgendwo auch nicht ein. War gerade wieder schön, mal wieder nicht springen dürfen. Ja, Spiel. Es passiert schon wahnsinnig viel
Bildschirm, da musst du jetzt wirklich zusammengrauen. Absolut nachvollziehbar. So. Wir haben mal wieder da. Ich meine, sie haben da alle machbar, wie man gesehen hat. Selbst so einer wie Tomahawk, man, der man halt einfach aus Zufall auf den Helfern geht. Ach, Herrschaftszeiten. Ich darf mir mal die Unart abwohnen, dass ich ständig Schiff nach unten drücke beim Bewegen. Sonst ist es so, dass ich das mache, damit ich mich möglichst schnell dagegen bewegen kann. Damit ich einfach generell möglichst mobil bin, aber in Mega Man 6 ist das quasi so eine gute Idee. Weil man ja, wie schon mal am Anfang erwähnt, in Mega Man 6, wenn man Sprung drückt, das Rutschen nur abbricht, aber nicht ausspringt. Was halt in anderen Mega Man Teilen ziemlich wichtig, also die zwei Vorgänger recht wichtig gewesen ist. Ich will gerade sagen, komm. Ich brauche ja auch keinen Platz zum Ausweichen. Na, wie gesagt, habe ich überhaupt nicht nötig. Ich komme auch mit weniger Platz zurecht. Ist recht, Plantman. Ist recht. Alles in Ordnung. Ich weiß, normalerweise darf man eben als einen von den Gegner machen, damit man sich die Lebenspunkte wieder auffüllen kann. Aber bei mir ist es halt irgendwie, ja, bei mir ist er halt irgendwie ein Gegner, bei dem, ja, den, ich sag's mal so, bei mir ist der, weil ich ihn halt einfach nicht gescheit hinkriege, auf der Skala bei den Mittelschwanen dabei. Einfach nur, weil ich es einfach nicht gescheit hinkriege, gegen ihn zum Kämpfen. Es ist absolut lordig, aber naja. Muss man halt durch. Man hat ja eh keine Wahl. Na, aber wer mich jetzt schon wieder aufregt, auf wen ich jetzt schon wieder keine Lust habe, das ist Windman. Auf Windman habe ich jetzt schon wieder keine Lust. Du fängst schon wieder mit deiner blöden Rumspringerei, yo. Oh. Was ich halt bei den Gegnern auch nicht ausstecke, was ich vorher mal als eine interessante Mechanik verstanden habe, die Tatsachen, dass die Gegner, wenn sie gegen die Wand hupfen, dass eine Parabelbahn halt irgendwie fertig machen. In dem Fall war es das aber im Normalfall, ja. Dass man deswegen, auch wenn ich eigentlich unter einer Tür kennt, halt nachträglich trotzdem noch eine springen können. Was mir wahnsinnig am Zünder geht. Hör doch auf mit deiner Rumspringerei. Der ist mir früher so schön auf den Keks gegangen mit seiner Kugelschmeißerei. Jetzt konnte ich der Kugelschmeißerei ordentlich ausweichen und jetzt nervt er mich irgendwie so. So, wir machen jetzt aber erstmal den. Wie wir gerade vorher Lebenspunkte haben, machen wir ihn. Ach. Ach. Ist das euer Ernst? Wenn ich auf einem gewissen Abstand zu ihm bin, dann bringt Rutzen. Dann bringt's mir nichts mehr zum Rutschen. Aua.
sondern Ikonen maximal. Ikonen maximal einfach nur G, um auf einer Stelle zu bleiben. Was ist das denn für eine Windmechanik? Wenn ich rutsch, nur schneller zu sie saugt. Gut, ich meine, klar, man kann es damit begründen, dass man sagt, ja, wenn Megaman so rutscht, dann hat er halt insgesamt eigentlich weniger Bodenhaftung und dementsprechend fällt zum Gegner halt leichter im O zum Zing. Korrigiert's mir, wenn ich falsch liege, aber konnte es sein, dass Centaurman keine Lust auf seinen Centaur Flash hat? Wenn man ihm zu nahe steht? Nur so eine Vermutung? Da, aber er ist wieder so. Es sind die niedrigen Sprünge, die wo alles kaputt machen. Die niedrigen Sprünge sind die, wo bei ihm alles kaputt machen. Wenn er nicht so niedrig springen kann, gang hat's er. Aber die niedrigen Sprünge, was möchtest du machen? Da, wenn er bloß so große Sprünge macht, da kannst du ihn ja gut kontrollieren. Ja, aber sobald er damit anfängt, kommst du halt eigentlich gescheit über ihn drüber. Was ich auch interessant finde, dass die erste von seinen Federn über mich drüber fliegt. Wir haben wieder an der Stelle. Wir haben schon wieder an der Stelle. Und eigentlich war das ja nicht schwer, seine Feiersäulen auszuweichen. Weil es halt irgendwie exakt dieselbe Entfernung zu ihm ist, indem er es macht. Gibt's doch nicht. Wieso kriege ich den Gegner einfach nicht hin? Wieso kriege ich den denn nicht hin? Der ist doch nicht schwer. Bei ihm habe ich auch mal in einem Hacker-Version gehabt, die viel schneller war. Und wo das Abprallverhalten, wenn er gegen die Wand geracht, anders war. Und man hat anders ausweichen müssen. Also, ich hab mal gegen einen Kampf, bei dem hast du wirklich drunter durch müssen. Ich glaube, der war dann, wenn er abprallt ist, war er wesentlich langsamer und ist ein bisschen weiter
Ja, wobei. Ich konnte es gerade nicht mehr mit Sicherheit sagen. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich mal einen gehabt, gegen einen gekämpft habe, der wesentlich schneller war. Bei dem man am Rand anders ausweichen müssen. Deswegen habe ich ja bisher versucht gehabt, drunter durchzurutschen, weil ich halt der Meinung war, dass man das müsste, aber den habe ich verwechselt. Ja, Mensch. Mensch. Haben wir das auch hinter uns. Und Gott sei Dank hat man da den finalen Kampf nicht damit zusammengehängt. Dann ist es ein einzelnes Level. Und das Einzige, was wir jetzt noch vor uns haben, ist ein Abschlusskampf, der, ja gut, so ohne Äußere hat er schon in sich. So ganz ohne Äußere ist er schon auch nicht ohne. So, zwei bloße Waffenenergie gewesen. Ach ja. Und die Entwickler haben sich wieder ganz toll überlegt. Sie haben den Zwischengegner unbedingt nochmal einbauen müssen, weil. Keine Ahnung. Der hat an der Stelle jetzt unbedingt nochmal sein müssen. Einfach nur damit man als Spieler noch hat. Reine, danke Eddie. Einfach nur damit man als Spieler an der Stelle nochmal ein wenig länger braucht. Ja, aber es ist trotzdem ein schönes Gefühl. Autsch! Ist es trotzdem ein schönes Gefühl, fast durch zu sein mit dem Ganzen. Aha, ich hab's mir gerade gedacht gehabt, der kann aber auch anders schießen. Einzige Problem bei der Phasen. Ich weiß nicht so recht, wo der hin möchte. Sonst habe ich nur einfach runtergeschossen. Ja, die Phasen ist generell ein bisschen komisch. Er schießt vier Projektile und eins davon fliegt dann auf uns zu. Keine Ahnung. Mit Waffen ist der Kampf absolut kein Problem, nicht, aber so ganz ohne Äußere. Natürlich habe ich jetzt wieder meine Steuerung nicht gekriegt, kurz bevor mich das Projektil trifft. Fühl mir schon irgendwie verarscht vor. Wenn ich mir sowas anschaue. Ja, danke schön, Eddie. Das habe ich brauchen können. Auch schön, dass den da hingestellt haben, können andere Spieler potenziell nochmal einen Energietank kriegen. Ich weiß nicht, was Legacy Collection jetzt wieder für ein Problem hat. So melodramatisch brauchen wir auch nicht sein, Legacy Collection. Reicht. Genau das meine ich. Du kannst bei dem Ding halt einfach nie wissen, wie weit jetzt eigentlich springen werde.
Ich hasse es, wenn sie so unberechenbar sind. Die Phasen da, da ist eigentlich nicht dramatisch. Das einzige ist halt das eine Projektil, das irgendwie so komisch fliegt. Ja, das siehst du halt irgendwie. Das dreht irgendwie bei. Beziehungsweise ist es nicht das eine Projektil, sondern. Jetzt Projektil, das irgendwie in der Nähe ist. Na, das, man sieht halt, wie der Legacy Collection kracht halt wieder unfassbar zusammen. Nur weil die Sturm ballert. Die Legacy Collection ist unfassbar überfordert mit meine Buster-Schüsse. Die verstehe nicht so ganz wieso. So, woher soll ich wissen? Wo das Ding hinmacht? Ich kann generell nicht wissen, wo der hier schießt. Zielt er jetzt auf mich oder nicht? Schießt er über mich drüber? Springt er nachher weit? Nix weiß ich, gar nix. Und die Projektile, sie können halt also gar so schlecht fliegen. Wenn's nötig ist, fliegen die halt einfach Kerzen gerade. Nein, das geht so bei dran. Wieder so ein Gegner, den ich nicht verstehe. Und wie gesagt, normalerweise haust du halt einfach mit dem Silver Tomahawk auf. Dann ist die Geschichte 0,x erledigt. Wir konnten ein Spiel so wenig aushalten. So, warum kann das Ding nicht immer so einen Sprung machen, wo es nur kurz in der Luft wart? Damit könnte man viel besser arbeiten. Aber nein. Übrigens, meine Lieblings-Mega Man-Kampfmusik. Das Wily-Thema aus dem 6. Ich brauche halt nur eine Taktik, um in jeder Position ausweichen zu können. Wie das Ding jetzt nur den Verkerzen gerade runterkommen kann.
Jetzt wollte er unbedingt, dass ich lerne, das geht, ja? Merk schon. Blech. Keine Ahnung, wie ich da jetzt weggekommen bin. Ah, mein Gott. Habe jetzt Glück gehabt, dass ich in die falsche Richtung gelenkt habe. Knapp. Knapp. Mal wieder so knapp, wie es irgendwie geht, aber das war jetzt mal, das war mal wieder solcher Moment von wegen, bringst es end. Du hast gerade noch einen Schuss zu machen, mach ihn einfach. Und ab und an kriege ich es halt auch noch hin. Letzten Endes hat er triumphiert. Hat Medikament triumphiert und hat den bösartigen Dr. Wily der Gerechtigkeit übergeben. Er ist für seine Verbrechen ins Gefängnis eingesperrt worden und Dr. Wily regiert jetzt bloß über Gefängniszellen. Letztendlich hat die Welt ihren Frieden gefunden. Und damit haben wir mit am sechsten Teil durch. Glaubst du das noch? Was heißt, nicht nur mit dem sechsten Teil, wir haben es. Wir haben es tatsächlich. Alle 6 Mega Man Teile fürs NES. Mega Man 1 ohne Waffner. Mega Man 2 ohne Waffner und ohne Energietanks. Mega Man 3 ohne Waffner, ohne Energietanks. Mega Man 4 ohne Waffner, ohne Energietanks und ohne Aufladen. Und Sabi für 5 und 6. Abgesehen von kleinen Ausnahmen in Leveln, aber wie gesagt, da definiere ich mir das jetzt einfach so als, Entschuldigung, als. Das ist hinnehmbar. Ey, manchmal war es einfach Blödsinn. Ja, was soll man zum sechsten Teil sagen? Im Endeffekt war es lange Zeit mein Lieblings-Megaman. Einfach deswegen, weil mir der sechste Teil sowohl optisch als auch von den Inhalten her irgendwie am schönsten vorgekommen ist. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass Mega Man 6 halt wirklich alles, was die Leute hinter der Mega Man Serie an Erfahrung gesammelt haben, dass das da so ein wenig gipfelt hat. Ich meine, was die Gegner betrifft, vor allem was aber auch die Grafiken betrifft, wenn du die ganzen Sachen anschaust, da sind Schattierungen, da sind Sachen, die glänzen, da sind Sachen, die generell eine gewisse Räumlichkeit bieten und nicht nur einzelne Blick, wo du halt sagen musst, ja okay, das ist halt eine Ebene, sondern du hast halt da, wenn man sowas anschaut, die Säulen da im Hintergrund, das schaut halt alles wesentlich schöner aus. Im Vorgänger hat es zwar auch Ansätze von sowas gegeben, aber ich finde, das ist im sechsten Teil halt noch ein wenig besser gelungen. Generell muss man sagen, an Mechaniken finde ich, hat der sechste Teil durchaus einiges zu bieten. Das einzige, was ein wenig short ist, ich finde, der sechste Teil hat an Mechaniken einiges unter den Tisch fallen lassen, habe ich das Gefühl. Dass viele Sachen einfach nicht so wirklich genutzt worden haben, wie zum Beispiel die Sprungfedern aus dem Plantman-Level, finde ich, hätte man wesentlich gescheiter nutzen können. Da habe ich auch diverse Hacks schon gespielt, die sowas wesentlich gemeiner einsetzen. Und mal was die Boss-Konzepte betrifft, wie gesagt, das Einzige, wo ich wirklich was auszusetzen habe, ist eigentlich Tomahawkman. Tomahawkman, muss ich sagen, finde ich ein wenig fragwürdig. Einfach nur, weil. Nein, es gibt zwar gute Taktiken gegen ihn, aber ich sag's mir so: die schöne Taktik gegen ihn, die man halt einfallen darauf war, dass man wirklich vor ihm bleibt und ordentlich ausweicht. Aber dadurch, dass der von der Taktung her irgendwie so komisch ist, dadurch, dass man zumindest in meinen Augen nicht irgendwie gut abschätzen kann, wann er als nächstes was machen wird. Finde ich es halt wahnsinnig schwierig darauf zu reagieren. Vor allem, du gehst ja davon aus, dass er irgendwie wieder angreifen darf, aber der kann halt, auch wenn es nur winzigen Sprung nach vorne machen. Und das bringt einen halt total aus dem Konzept.
Genauso kann es auch sein, dass er einfach seinen großen Sprung macht. Also ich weiß nicht, Tomahawk Man, ich finde es halt ein wenig halt schade, dass man ihn nicht so wirklich kontrollieren kann, weil die anderen Gegner hast du halt trotzdem immer noch irgendwie eine Bewegung steuern können. Oder wenn sie es nicht können, hast dann waren es halt trotzdem so berechenbare Bewegungen, dass du halt im Normalfall irgendwas machst. Gehen ja selbst bei Nightman, wenn er die in der Ecke zusammenrennen möchte, was ich am allermeisten an ihrem Hass, muss ich sagen. Kann man normalerweise irgendwie trotzdem nur ausweichen und über ihm drüber. Aber bei Tomahawk Man habe ich halt wirklich das Gefühl, dass der zum Vorberechnen einfach furchtbar ist. Und ja, ich sehe schon, dass ich gerade überzeuge, aber mei, es ist das Fazit zum letzten Mega Man 6, zum letzten der Mega Man Teile. In der nächsten Folge geht es aber natürlich noch weiter. Ich spiele nicht Legacy Collection nur, um euch nachher die Mega Man Teile zu spielen, aber wir haben ja damit mit dem nur Freundteil Teil durch. Das heißt, ich denke mal, ich werde es nachher dann aus entweder aus dem Titel streichen oder mache dann draus, dass ich dass ab jetzt halt die Zusatzmission kommen. Ah ja, und dann geht's wieder von vorne los. Okay. Na, wie gesagt, dann. So. Dann haben wir damit durch, hey. Und. Wir fangen mal in der nächsten Folge mit den Herausforderungen an. Ich glaube, das wäre anstrengend, nur. Wir werden natürlich auch überall Gold holen. Und naja, auf jeden Fall sieht man sich dann beim nächsten Mal wieder bei der Mega Man Legacy Collection bei den Herausforderungen. Ich bin der Xi, halbe Ehre.